Das würde ich auf jeden Fall noch dazu sagen, dass wir momentan sowieso innerhalb des Landes viele Komplikationen haben. Ja, also wir sind jetzt dazu gekommen, dass das Gesetz eigentlich nicht so lasch ist, weil ja eben doch gewisse Punkte drin sind, die es eben einschränken. Alexandra und Julia, beide frisch gewählte Fraktionsvorsitzende von fiktiven Bundestagsparteien beim Planspiel Politik. Das, was vielleicht einfach aussieht, ist harte demokratische Arbeit. Diskutieren über Gesetzesentwürfe, beispielsweise das mit dem grandiosen Namen Kunststoffverpackungsvermeidungsgesetz oder über das Sprengstoffgesetz. Wir wollen sie in ihrem politischen Denken einfach stärken, wollen ihnen die Möglichkeit auch geben, selbst zu entscheiden und einfach einen Einblick zu bekommen, wie es denn wirklich da oben aussieht. Die Fraktionssitzungen dauerten rund 1,5 Stunden. Aber dann wurde es ernst. Das, was dort besprochen wurde, musste dann im sogenannten Plenarsaal auch vorgetragen werden. Mit strengen Regeln. Das Siezen war beispielsweise oberstes Gebot. Sich als Politiker zu fühlen, ein komisches Gefühl? Sicherlich. Und ein bisschen Nervosität gehört auch dazu. Aber gut gemeistert. Macht Politik Spaß? Ja, ich diskutiere gerne. Und ich bin auch interessiert an der Politik, was momentan los ist. Es betrifft uns ja sowieso alle. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, auch wenn es nur als Planspiel ist, darüber diskutieren zu können, ist gut. Gut waren auch die Sitzungsunterbrechungen. Nochmalige Abstimmung. Die Fraktion auf eine Linie einschwören. So soll's sein. Umgesetzt wurde heute jedenfalls vieles. Das Spannende an der Demokratie ist eben, viele Meinungen unter einen Hut zu bringen, Kompromisse finden. Wie schwer ist denn Demokratie? Es ist eigentlich schon schwer, weil man muss das Ganze erstmal verstehen und dann das umsetzen. Und damit eben auch alle praktisch das bekommen, was sie wollen und dass die Partei sozusagen zufrieden ist. Der Unterschied zum Unterricht ist deutlich. Hier vertiefen sie sich in Gesetze, hier wird um jeden einzelnen Buchstaben diskutiert, so was man im Unterricht gar nicht vermitteln kann. Für die Jugendlichen eine sicherlich interessante Erfahrung. Bis zum Schluss. Ich beschließe hiermit offiziell die Plenarsitzung des Deutschen Bundestages zum jetzigen Zeitpunkt.